Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich möchte euch gern ein Design zeigen und zwar mit meinen neuen Gold Trivials Sticker. Die sind so schön, die gibt es ab jetzt im Shop. Das sind 108 Gold Trival Sticker, verschiedene Trival, rundeckig und ja, die sind einfach nur wunderschön. Und ich möchte euch gerne mal zeigen, was man mit denen machen kann. Und zwar sind die durchsichtig. Also das sieht man jetzt hier. Der Rand ist ganz durchsichtig und genau nach den Twivels abgeschnitten. Also ich ziehe jetzt mal eins ab. Da seht ihr das mal. Das ist richtig glasklar. Und ich habe jetzt mal einen Tipp vorbereitet. Und zwar, der Sommer ist jetzt ja bald rum, jetzt kommen ja wieder die Herbsttöne ins Studio und unter anderem auch immer so grau-braun Töne und da passt Gold natürlich einsame Spitze. Ich habe jetzt das Farbgel ausgehärtet, aufgetragen und lege jetzt einfach nur in die, also vor dem Versiegeln, diesen Sticker auf die Farbgelschicht, drücke ihn an und man sieht, er schmiegt sich optimal an. Es steht nichts ab, der ist hauchdünn. Man sieht keinen Rand, kein Rand, dass es irgendwie grau wird oder so. Das ist ja manchmal bei Sticker so, wo durchsichtig sind. Also richtig toll. Und das kann man natürlich jetzt so lassen, also versiegeln natürlich. Das mache ich mal schnell, dass ihr es euch vorstellen könnt. Also ich versiegel das jetzt und da kommt nichts, steht nichts hervor und man sieht gar nicht, dass das ein Sticker ist, weil man die Ecke, die sind so durchsichtig, also ist echt toll. Ihr wisst ja von der Wraps, dass ich immer auf so Sachen stehe, wo nicht so schnell leer gehen. Deshalb habe ich immer so suche ich immer so große Sachen wie die Steinebox mit 11.000 Steine und das ist einfach nur herrlich. Genauso wie mit den Wraps. Das sind über 108 Stück. Ist auch so eine große Platte und die geht so schnell nicht leer. Ist perfekt für den Herbst. Und man kann echt sehr schöne Designs mitmachen. Dann habe ich noch mal eine Farbe vorbereitet. Das andere lasse ich jetzt mal eine Minute aushärten und mache jetzt mal die zweite Tipp. So, und auch hier suche ich mir jetzt ein beliebiges Design aus. Nehme ich jetzt zum Beispiel mal das mit der Ecke hier. Gehe ganz einfach ab. Und legt das jetzt einfach ganz vorsichtig drauf. Also das geht auch recht schnell. Die klebe direkt, wenn man mit dem ersten Mal dran kommt. Also sucht euch die Stelle, wo ihr es haben möchtet, vorher aus. Das sitzt jetzt nicht ganz korrekt, aber hier oben habe ich auch ein bisschen weggebrochen vom, sieht man jetzt hier unten, vom Tipp, weil ich den aus dem Tipprad ausgebrochen habe, weil ich keine einzelnen Tipps mehr habe. Lege ich das jetzt mal da drauf und wieder keine Kanten sichtbar. Ich versiegel es jetzt. So, der andere ist versiegelt in der Lampe. Dieser ist 60 Sekunden ausgehärtet. Er ist jetzt versiegelt. Und man sieht ganz genau, es steht nichts ab. Es ist einfach nur wunderschön. Man sieht keine Ecke und Kante. Richtig toll. Und ich finde so einen Goldton auf einem grau-braun Chanel-Ton ist einfach nur sehr passend für Spätjahr. Richtig klasse. Und jetzt zeige ich euch mal, was man noch mitmachen kann. Also man kann sie einmal so verwenden, einfach wie sie sind, einfach draufkleben. Oder eben man kann noch ein Design draus zaubern und das zeige ich euch gleich. So, die Versiegelung ist ausgehärtet und ich habe mir jetzt verschiedene Brauntöne gerichtet. Bisschen hellere, bisschen dunklere und mal mit denen jetzt auf die Versiegelung drauf und mal jetzt praktisch
dieses vorgegebene Muster, also ich nehme das jetzt praktisch als Vorlage und male das jetzt aus. Immer dazwischen. Also je nachdem, was man natürlich für Farbe hat, muss man sich da ein bisschen absetzen mit hellere, dunklere, aber alles in einem, dass es stimmig ist, in einem Ton ungefähr. Und dann malt man praktisch, nimmt man das als Vorlage und malt einfach mit wenigem Aufwand, eben mit einfach nur Striche, diese Lücke, wo da vorgegeben sind in diesen goldenen Sticker, malt man jetzt einfach aus mit verschiedenen eben Tönen, wo man meint, ja, wo dazu passe. Ihr seht ja, da ist immer so eine Lücke zwischen den zwischen dem Gold praktisch, und da malt man dann einfach die Farbe im Farbgel aus. Ich härte es mal ganz kurz ein bisschen an, damit es mir nicht verläuft, ganz kurz. Und dann nehme ich einen anderen Ton und mal mit dem weiter. So einfach nur in die vorgegebene Lücke male, muss man sich praktisch nicht selber überlegen, was man für ein Design malt. Meistens ist man ja manchmal so ein bisschen überfragt, was man macht. Und da ist es halt einfach vorgegeben. Zwischendurch immer mal wieder ein paar Sekündle anhärten. Also je nachdem, wie ihr lustig seid mit der Farbe. Was ihr möchtet, ist es einfach nur, was ich so zeigen kann, was man eben alles machen kann mit diesen tollen goldenen Stickern, dass man die eben auch noch benutzen kann als Vorlage. Man muss nicht alles ausmalen, man kann nur einen Teil ausmalen. Das Gold kommt dann zwischendurch immer raus. So viel möchte ich natürlich auch nicht machen, klar. Möchte ich zum Beispiel in der Mitte noch einen Stein setzen, zum Beispiel, oder ja, je nachdem, wie man möchte. Ich hätte es aber vorher erst noch mal kurz an. So, dann möchte ich jetzt zum Beispiel Mitte rein noch einen Stein setzen. Ich weiß nicht, meine We Love Strassbox mit 11.000 500 und Grad funkelnde verschiedene Strasssteine ist wieder verfügbar. Also wer letztes Mal keine bekommen hat, sind wieder im Shop verfügbar. Setze ich noch ein kleiner oben drauf, und das ist natürlich das Tolle, wenn man so viel verschiedene hat, kann man auch natürlich viel benutzen, weil man praktisch, weil sie natürlich nicht mehr kaum oder so schnell leer gehen. Mit 11.000 Steine kann man schon ein bisschen was machen. So, und jetzt schaut mal, jetzt sieht es ganz anders aus. Ich hätte jetzt hier auch noch können mit dunkel machen, wie jetzt hier. Ich finde das untere jetzt praktisch fast noch ein bisschen schöner, also mit dem dunkelbraun wie jetzt mit dem hellbraun, aber das ist alles Geschmackssache, es soll ja nur eine Anregung für euch sein, um zu zeigen, das sieht natürlich schon edel aus, wenn man sowas anbietet im Studio. Wie gesagt, mit verschiedenen Brauntönen, entweder dunkler oder heller, da noch Steine reinsetze, also gefällt mir richtig, richtig gut. Ich hätte es mal kurz an und dann zeige ich es euch gleich nochmal.
Während das aushärtet, kann ich es euch ja nochmal zeigen. Da ist immer eine Reihe immer Wechsel. Also es ist immer 2, 4, 6, 8, 10, 12 in einer Reihe. Also immer 12 gleiche. Die sind auch wunderschön mit einer ganz dünnen Twivels. Dann mit Blümle und ganz, ganz hauchdünne Linie drinne. Also richtig, richtig toll. Funkelt natürlich auch das Gold. Dann eine Reihe mit Rose und Twivels. Dann eben die Ecke finde ich sehr schön, wo ich jetzt benutzt habe zum Ausmalen. Also richtig, richtig toll. Hier nochmal Rose, nochmal Twivels. Kann man auch alles super ausmalen. Gibt es ab jetzt im Shop. So, und das kann man dann praktisch aus dem machen. Entweder einfach so lassen, ist auch wunderschön, oder eben noch veredeln. So, mich hat es jetzt doch noch knäselt. Ich habe jetzt doch noch ein bisschen dunkle Farbe reingebracht und nicht zu viel helle. Das sieht einfach doch noch ein bisschen besser aus, wenn man es mit dunklerer macht, wie hier unten praktisch. Habe ich jetzt gerade hier oben noch mal drüber gemacht. Und das Gold kommt halt immer so fein noch zwischendurch. Das ist halt einfach. Ich finde es einfach nur für den Herbst ideal. Ich hoffe, euch hat meine Anregung gefallen. Ihr findet es auch so toll wie ich. Wie gesagt, wenn ihr Interesse habt, ich schreibe euch die Shop-Adresse unten rein. Und dann könnt ihr es ja mal anschauen. Ansonsten hoffe ich, dass das kleine Video euch gefallen hat, euch inspiriert hat für die nächste Herbstdesigns. Und sagt danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Eure Manu.